bist du ja heute in der Kulturfabrik, in der Kreativwerkstatt, ein Bild gemalt. Das fand ich schon sehr interessant. Was für Material hast du denn da verwendet? Einfach Farbe. Farbe, Pinsel und habe einen Stoff mir geholt und dann habe ich dann auf den Stoff drauf gemalt. Ja. Was fällt dir denn da nun zur Kultur und Kunst in Hoyerswerda ein? Die Sache ist immer, in Hoyerswerda, da fehlt halt einfach dann doch was für viele Künstler. Es gibt viele Künstler dann doch, die brauchen die Metropole, also die große Stadt. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Doch. Wenn ihr euch hier trefft und sagt, das wird hier ein Treffen, Aber das es war gibt. doch beim Bildhauersymposium früher auch so, für eine Weile Ja, wenigstens. für eine Weile. In dem Zuge waren wir ja heute auch in dem Jürgen von Woiski Park und da haben wir ja gesehen, was eigentlich möglich war. Glaubst du, dass sowas in Hoyerswerda jetzt 2018 überhaupt noch mal möglich ist? Dass man Kunst wertschätzt, junge Künstler herholt, dass man, wir haben ja eigentlich in Hoyerswerda Freiraum, den Ateliers bietet und sagt, ey, kommt her, wir ermöglichen das. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde mir das gern vorstellen. Genau, aber von Hoyerswerda habe ich das jetzt seitens der Stadt oder so nicht wirklich realisiert. Ich bin oft hier in Hoyerswerda, aber Ja, aber heute in der die Kulturfabrik. Stimmung ist mehr dann immer, also immer noch wie jetzt gerade. Also. Das stimmt. Ja. Aber diese Ruhe hat natürlich auch was. Vielleicht sollte man einfach so damit arbeiten jetzt. Gut, danke erstmal.